Dieser Marding-Top-Rucksack begleitet mich nun schon seit über ein Jahr und ich habe den immer wieder dabei bei meinen Trainings, heute zum Beispiel bei einem Tagestraining, aber auch privat bei Touren oder wenn ich filmen bin für den Kräutermentor, habe ich genau diesen Rucksack dabei. Und ich mag jetzt mit dir ein kleines Fazit machen, weil mich ja die Leute fragen, zahlt es sich aus, so einen unter Anführungszeichen No-Name-Rucksack zu nehmen oder soll ich doch auf etwas Teureres umsteigen? Wenn du die Antwort wissen willst, ob das auch etwas für dich sein kann, dann bleib dran. Hallo und willkommen, das ist der René Rossen vom Survival Shop über Lebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Da ist ja nun dieser Rucksack Marling Top. Ich habe da vor einiger Zeit ein Video gemacht, Experten empfehlen Marling Top. Und seitdem habe ich den jetzt immer wieder dabei. Und zwar immer auf Tagestouren sozusagen, immer wenn ich nur einen Tag weg bin. Denn ich habe das einmal versucht für ein 2-Tages-Training, den mitzunehmen. Und da ist er ganz einfach zu klein, obwohl man da unten zum Beispiel eine Rolle, also eine Unterlagsrolle dazugeben kann und einen Schlafsack draufhängen kann. Aber da ist er dann einfach nicht ideal. Das ist so ein Ein-Tages-Rucksack, wenn du mit Familie oder mit Kind und Kegel unterwegs bist, sicherlich brauchbar. Was mir gleich einmal auffällt, ist, dass er sich gut gehalten hat, auch was die Reißverschlüsse betrifft. Ne? Oft ist es ja so, wenn man jetzt wirklich B-Qualität oder eigentlich muss man sagen C-Qualität an Rucksäcken nimmt, dass es manchmal passiert, dass dann diese, war auch schon sehr oft passiert bei Miltec oder Max Fuchs oder auch bei irgendwelchen chinesischen Rucksäcken, die halt keinen, also No-Name sozusagen sind, dass dieser, dass hier irgendwo mal der Reißverschluss total klemmt. Ich habe den einmal mit Silikonspray eingesprüht und seitdem funktioniert das alles gut und bin da jetzt nicht unzufrieden. Dann hier, ja, dieses Zwei-Wege-Reißverschlusssystem für, das war übrigens das Zeug, das ich heute mitgehabt habe, funktioniert auch noch top. Die Fäden, die da rausstehen, schon immer ein bisschen rausgestanden sind, die sind jetzt vielleicht ein bisschen mehr geworden über die Zeit, aber ja, da gibt es nichts zum Sudern, wie man sagt. Also es ist genug Platz. Was ich auch sehr praktisch bei diesem Modell hier finde, ist, dass er eben sich nicht komplett öffnen lässt. Also ich den nicht zum Hinlegen habe und komplett öffnen kann. Das gibt es ja auch immer wieder, habe ich ja auch einige Rucksäcke dazu. Das hat er nicht. Und das finde ich halt jetzt praktisch, weil da fällt mir das Zeug nicht raus und da würde noch sehr, sehr viel mehr reinpassen. Und ja, also ich kann jetzt so mal fürs Erste, und ich mag jetzt da jetzt nicht die einzelnen Taschen, die der da jetzt hat, alle einzeln vorstellen, das ist gar nicht der Punkt, aber das passt alles, das sitzt und finde einfach gut. Was ich auch angenehm finde, ist, dass sich da noch nichts aufgelöst hat bei den Trageriemen. Das passiert ja auch immer wieder mal, das ist mir übrigens schon bei einigen passiert, aber das liegt auch daran, und da muss ich gleich dazu sagen, dass hier noch einmal eine Naht angebracht ist, also da ist eingenäht und dann ist hier noch einmal eine Verstärkung auf beiden Seiten und wahrscheinlich hängt das auch damit zusammen. Jo. Ich finde den sehr angenehm zu tragen, ja, das ist alles sehr fein, alles sehr gut, da gibt es gar nichts, aber, und das ist halt ein bisschen ein Manko, aber man kann nicht alles haben, die eierlegende Wollmilchsau, wenn du sie hast, wenn du sie züchtest, bitte, schreib mir eine Mail, ja. Nein, weil die gibt es ganz einfach nicht, ja, es gibt nicht die eierlegende Wollmilchsau, aber das Tragesystem ist halt sehr, schau mal her, sehr, es gibt keines. Ich weiß nicht, was die da eingebaut haben. Ist das ein Karton? Entschuldigung, ein Karton oder irgendeine Art von Kunststoff. Aber das ist halt nicht recht hart. Das hat halt auch den Nachteil, wenn du da viel reinpackst und das ein bisschen unförmig ist, dass dann genau da du spürst, dass da etwas Eckiges drinnen ist. Oder das ist halt nicht so toll. Das muss ich einfach dazu sagen. Ich habe ihn jetzt im Sommer mitgehabt. Ja, und da haben wir recht geschwitzt, es war recht heiß und wir sind ein bisschen herummarschiert und ich bin nicht der Fitteste, im Moment zumindest, aber es ist eine andere Geschichte. Und ich habe halt geschwitzt wie ein Schwein, wobei die anderen, die fit waren, haben auch geschwitzt wie Schwein, aber egal. Und das müffelt halt jetzt schon, ich meine, ich habe ihn noch nicht gewaschen, das müsste man noch anschauen, was sich dann tut, aber soll so sein. Hier sind halt diese Polsterungen, da ist halt das eine oder andere ein bisschen ausgerissen jetzt mit der Zeit, aber nicht so arg, wobei ich den aber auch nicht im harten Einsatz habe. Also wenn ich an mein Raidpack denke, dass ich hier jetzt schon, weiß ich nicht, viereinhalb Jahre oder so irgendwas, aber 4 Jahre auf jeden Fall habe, das hat schon viel mehr mitgemacht als das hier. Und jetzt um nochmal auf dieses Tragesystem, auf diesen Rücken zuzukommen, es hat Vorteile, wenn du wenig eingepackt hast, weil er sich sehr schön anpasst und das ist alles gut. Wenn du aber wirklich den komplett vollgefüllt hast, dann ist das nicht so die tolle Sache. Ist zumindest meine Ansicht.
Lange Rede, kurzer Sinn, weil mich die Leute fragen, Martingtop, kann man das grundsätzlich empfehlen? Ich weiß es nicht, gell? Ich weiß es nicht. Den ich habe, mit dem bin ich zufrieden. Ich werde den auch weiterhin verwenden, warum auch nicht, ist ein tolles Teil. Und ob das für alle Rucksackmodelle so ist, das kann ich nicht sagen. Ich weiß auch nicht, wie die Qualität auf Dauer ist. Aber da mag ich jetzt dich um etwas bitten. Nämlich, wenn du einen Martingtop, den oder einen anderen hast, dann schreib uns bitte unten einen Kommentar, sammle das. Und wenn dich interessiert, ob Martingtop etwa ein Rucksackhersteller ist, der für dich in Frage kommt, unabhängig jetzt vom Modell, das ist ja immer das Einsatzgebiet, dann schau dir unten die Kommentare da rein an und lies die Erfahrungen von anderen YouTube-Teilnehmern hier am Kanal. Ich glaube, eine weitere Informationsquelle, eine sehr gute Informationsquelle, ja, das mag ich da ganz einfach, mag ich dich bitten und dir anbieten, sozusagen. Ja, das war's. Link zu dem Produkt findest du natürlich unten. Abo, wenn es das erste Mal hier bist. Glocke drücken, nicht vergessen. Aber andere Videos zum Anschauen. Es hat mir wieder gefreut, dass du dabei warst. Dein Reini Rossmann, bis bald. Ciao.